Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Oh graus, ich habe Angst. Und zwar Schloss Export aus dem Roten Netto. Und ja, Freunde, gestern hatten wir das Schloss Pilsener gehabt und astreine Nullerbewertung und es ist ins Klo gekippt worden, weil es war einfach nicht trinkbar. Es war wirklich so mit eines der schlechtesten Biere, die ich in diesem Jahr hier auf dem Gabentisch hatte. Das ist zum Glück meistens immer eine Ausnahme. Was mich nur besonders erschreckt, ist, dass es ein Pils war und ich eigentlich ein sehr, sehr großer Pilzbierliebhaber bin. Und Export, ja, wisst ihr selber, das ist bei mir immer so eher, nee, lass mal lieber. Und jetzt wird's ganz krass, weil wenn gestern schon das Pils ungenießbar war, wie wird dann erst das Export? Und ich habe wirklich Angst, Leute. Das wird so krass werden im Gemund. Das wird so eklig, glaube ich. Aber natürlich müssen wir als Biertester auf diesem Kanal, wenn wir hier ein großes Archiv aufbauen wollen, auch Seuchbiere trinken. Dementsprechend bewegen wir uns wieder in der Discounter-Kategorie und ja, tun wir uns das Ganze mal an. Also, Schloss Export. Fein würziger Biergenuss. Steht da zumindest nochmal drauf. So, ist wieder extra für Netto gebraut in Bayern. 5,2% Umdrehungen haben wir und ja, wie soll es anders sein? Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt. Kein Hopfen drin. Das lässt Böses erahnen. Aber naja, machen wir mal auf, würde ich sagen. Meine Begeisterung, wie gesagt, hält sich jetzt schon in Grenzen. Aber, und das sage ich auch, ich bin nicht voreingenommen, auch wenn es schwierig ist zu unterdrücken. Aber ich versuche, so möglichst objektiv daran zu gehen, soweit wie es mir möglich ist. So, offen ist sie. Bisschen Entspannungsverdampfung kommt raus. Ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Mach wieder mittleren Einschank. So, ja, läuft recht flüssig. So, ja, ist ein Bier, gibt sich erstmal als solches zu erkennen. Von der Blume würde ich sagen, zwei Finger breite Blume, cremeweiß das Ganze, fein bis mittelporig, viele Luftbläschen drauf, die zerplatzen. Ja, ist okay und wenn wir das hier so schwenken, bleibt es minimal auch an der Glaswand haften. Ich würde sagen, 90 Sekunden Standard wird die Blume da im Glas stehen bleiben, schaut selbst. Sieht erstmal soweit schon mal ganz gut aus, ne? Da kann man jetzt ja nichts kritisieren. So, Export darf gerne mal ein bisschen dunkler sein. Das ist es auch, ich würde sagen, dunkleres Getreidegold. Schön glänzend. Das Ganze ist filtriert. Schwebeteilchen entdecke ich nicht. Hat eine gewisse Tiefe. Sieht jetzt nicht irgendwie verwässert oder gar blass aus. Das finde ich schon mal schön. Und auch so von den Malzsorten her scheinen jetzt auch nicht zu dunkle Malzsorten verwendet worden sein. Was eigentlich auch für spricht, sage ich mal, für diesen Bierstil Export. Wer sich jetzt fragt, was ist denn das für ein Export? Das müsste ein Dortmunder sein, vom Bierstil selbst. Dortmunder Export. Ja, Schwebeteilchen entdecke ich nicht. Karbonisierung eher durchschnittlich. Mittlere Perlung, schön gleichmäßig. Ja, ist ein absoluter Durchschnitt. Ja, Freunde, Optik, Ästhetik sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Können wir schon mal 4 von 5/6 möglichen Punkten geben. Ich finde so, das ist okay, wenn das da so steht. Sieht eigentlich frisch aus. Ist jetzt nicht abgestanden oder schal. Ja, also Optik, Ästhetik, ganz klar 4 von 5 Punkten. So, machen wir anschnuppern. Mal sehen. Ja, und da haben wir es wieder. Das hatten wir gestern beim Pilz auch gehabt, Freunde. Das war diese Geschichte Schwefel, ne? Ne? Oh je. Oh je. Kennt ihr die Gullis, ne? Wenn das Wetter immer umkippt oder so, dann duften die auch immer so nach verfaulter Eier. Und hier ist halt so ein bisschen weniger verfaulte Eier, aber man merkt es trotzdem. Es ist so diese Schwefelige. Ja, durchaus sogar ein bisschen Würze ist auch drin. Ja, ist... Ja, es ist nicht wirklich lecker, aber es ist jetzt auch nicht zum Davonrennen vom Bouquet her, ne? Das ist klar. So, na, komm, probieren wir es einfach, oder? Müssen wir durch, können wir uns nicht verdrücken. Ihr Lieben, machen wir einen Antrunk. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Nein, nicht voreingenommen sein, objektiv. Es geht nicht anders, Freunde. Es geht nicht anders. Mmh.
Florianus, rette mich. Wieso schmeckt das nach Metall? Wieso schmeckt das chemisch? Warum klebt das so? Das ist Vorsicht. Ich bin ein wirklich großer Freund auch von Dosen, muss ich ja auch mal sagen, ne? Aber irgendwie, das schmeckt total nach metallisch, schwefelig, metallig, klebrig, nasser Pappkarton beim ersten Schluck schon. Ich will wirklich nicht voreingenommen sein, aber es ist wirklich ekelhaft. Nee, da musst du kotzen nach. Kann ich nicht trinken. Tut mir leid, Freunde. Das geht wirklich nicht. Ist nicht übertrieben. Da kotze ich nach. Video wird beendet und ganz klar, es ist nicht genießbar, meines Erachtens. Also ich weiß nicht, was da los ist mit der Schlossgeschichte. Da Schloss kann ich nicht trinken. Tut mir wirklich leid. Meine ehrliche Meinung, das verweigere ich zu trinken. Das ist nicht genießbar. Für mich als Hedonisten. Und ich gebe wirklich, und ihr wisst Bescheid, ich gebe jedem Bier eine Chance. Und selbst die krassesten Discounter-Dinger, die ziehe ich mir rein und die kriegen von mir wirklich noch eine anständige Bewertung. Das habt ihr auf dem Kanal gesehen. Aber das geht wirklich nicht. Das ist einfach... Und ich gehe sogar so weit, das ist sogar noch krasser als das Perlenbacher Radler filtriert aus der Plastik-PET und auch noch krasser als das Perlenbacher Export aus der Plastik-PET. Das geht nämlich gar nicht. Das kannst du wirklich nicht trinken, weil da kriegst du wirklich, also ich zumindest, krieg einen Würgereiz davon. Da bin ich schon anscheinend zu trainiert für, zu anspruchsvoll, ich weiß es nicht. Aber da ist, ich bin hundertprozentig sicher. Und damit möchte ich dieses Video dann auch beenden, diesen Biertest. Ich bin absolut sicher, im deutschen Industriestandard, also in der Kategorie Bier-Industriestandard, gibt es so krass hochwertigere Biere, die man auch wirklich von der Qualität als hochwertig dann bezeichnen kann, die vielleicht noch nicht mal 3 Cent teurer sind. Nicht mal. Sogar noch günstiger. Wenn wir an eine Dreichelpilsner denken oder an Oettinger denken. Die 5-0er-Geschichte, die besonders 2020, ja, im Sommer richtig hoch rausgeschossen ist. Aber das, Freunde... Das geht gar nicht. Geht gar nicht, überhaupt nicht. Das ist Folter. Pfui, Deibel. Bäh. Widerlich, widerlich. 0 von 5/6 möglichen Punkten. Würde es eine 0- geben, würde ich auch noch eine 0- geben. Und ihr wisst, was jetzt passiert. Mein Toilettenbecken freut sich. Wahrscheinlich nicht. Bäh.